So, schön das Genick nach oben. So, und dann legst du mal los. Wechsel. So. Gut. Prima. Gut so. Das machen wir mal. Dreierwechsel. So, wieder schön tief in die Ecke reinreiten. Das Genick nach rechts. So, schön versammelt aus der Ecke rauskommen. Hab das Pferd vor dir und dann fängst du an. Eins, zwei, drei. Gut. So ist gut. So, jetzt gehst du. Zweierwechsel. So, schönes Genick nach links. So, sitzen bleiben. Halt das Pferd schön vor dir. So, und jetzt Zweier. Komm. Gut, komm. Weiter. Drück. Gut, okay. Ja, ja, ja. Und jetzt reizt du mal die eine. Schön in die Ecke reinreiten. Wieso lacht ihr jetzt alle? So, mach doch mal jetzt ein paar eine. So, eins, zwei, ja. Ja, da war das schon ganz gut. Ja, ja, ruhig, ruhig bleiben. So, ja. Okay, versuch das nochmal. Reite mal eins, eins. Einmal gucken, so links, rechts einmal. So fängt man immer damit an. So, jetzt einmal links, rechts. Gut, super, nochmal. Super. Ja, okay, mach immer durch den Schritt. Gut, okay. Aber... Ja, aber ich finde das immer, ich habe da immer so einen Spaß, wenn ich so Unterricht geben darf. Und weil man immer so sieht, es gibt so gewisse Dinge, die sieht man kommen. Ja? Und wie ich dich beobachtet habe in den Zweierwechsel, dann hast du drückst einen Tick zu langsam. Ja? Also das Pferd macht das noch und du schaffst das dann noch, aber du bist einen Tick hinter dem Wechsel. Du müsstest einen Tick vor dem Wechsel sein. Und dann kommt das Problem bei den einen, weil du dann einen Tick hinter der Bewegung bist, dann kriegst du den nächsten Wechsel nicht wieder hin. Verstehst du? Ja, lernst du. Natürlich lernst du das. Ja? Was soll ich? Ich mache mit dir eine Wette, dass du das lernst. Um was wetten wir? Ja? Wir versuchen das nochmal. Das macht doch Spaß, oder? Nimm doch mal die Zügel auf. Und dann galoppieren wir nochmal. Und dann galoppieren wir nochmal folgendes, ja? Du galoppierst jetzt auf den zweiten Hufschlag und dann galoppierst du mal so ein bisschen, machst du mal ein bisschen an. Mach ihn mal an. Ja, so, so ist schön. Und stell ihn ruhig einen Tick tiefer ein jetzt. Ja, so, ruhig galoppieren, ruhig. So, und jetzt reize einen Wechsel nach links, nur einen. So, ein Wechsel nach links. Ja, der muss zackiger kommen, der Wechsel. So, jetzt ein Wechsel nach rechts, zackig. Muss noch besser kommen. So, nochmal. Den einzelnen Wechsel, der muss einfach zackiger kommen. So, linkes Bein ran, ruhig galoppieren. So, Wechsel nach links und tack. Pack ihn. So, und jetzt pack ihn nach rechts. So, super, das war gut. So, und jetzt versuchst du mal vier eine zu reiten. So, linkes Bein ran, weg von dem Hufschlag, linke Zügel, so ruhig galoppieren und jetzt legst du los. So, tack, 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 super. Hast du noch nie sechs eine geritten? Hast du schon mal gemacht, ne? Jetzt hast du schon mal einen mehr gehabt. Nee, nee, prima. Okay, das war die Züge lang. Aber das ist einfach, da musst du in dem Moment, wenn man Pferde einer Wechsel beibringt, also es gibt ja gewisse Dinge, wo die Pferde daran scheitern können. Und eine dieser Sachen ist Einerwechsel. Es hat einfach, normalerweise lernt jedes Pferd alles. Aber es hat Pferde gegeben, Harry Bolt hatte mal eine Stute Illusion. Das war ein Pferd, die hat in Reiher Estrusruhen gewonnen. War ein wahnsinnig tolles Pferd und die hat aber keine Einer gelernt. Und ich habe das immer wieder auf den Lehrgängen, wenn ich in Bahndorf Lehrgänge abhalte am DOKR, dann kommen Leute zu mir und sagen, mein Gott, der hat schon mal sechs, sieben Einer gemacht und heute macht er keine mehr. Und da ist etwas, wo man als Reiter auch schon mal dran scheitern kann, wenn man das nicht vernünftig aufbaut. Weil wenn da einmal der Wurm drin ist, dann kann es sein, dass die Pferde dann einfach diese Einer nicht mehr machen. Und deswegen, man muss das immer über 1, 1 aufbauen, immer 1, 2, 3, 4. Und das ist so eine Basis. Und wenn man vier Stück reiten kann, ja, wenn man das schafft, dann kriegst du nachher auch 15 hin.
Aber man darf nicht nur auf diese Einer gehen. So, man muss das, du müsstest normalerweise jeden Tag das ein oder zweimal machen und nicht mehr. Weil wenn du sagst, du hast jetzt 6 geschafft und jetzt willst du heute 8 oder 10, das kann gehen, aber das kann auch schief gehen. Ja? Und deswegen ist es dann besser, man macht das einmal und man geht dann immer wieder, wenn das Problem ist, auf den einzelnen Wechsel. Du musst das über den einzelnen Wechsel vorbereiten, dass das Pferd schnell genug reagiert. Und dann kann ich es mal wie so eine Überraschung, kann ich mal auf dieser Einer gehen und dann mache ich es wieder am nächsten Tag. Ja? Und dann ganz automatisch wird er das schnell lernen.